Herzlich willkommen auf der Bühne Christian Bau. So, zunächst einmal ein recht herzliches Dankeschön an Thomas Ruhl vorweg, dass wir uns auch dieses Jahr wieder hier präsentieren dürfen. Es ist uns eine große Ehre, dass wir seit Anbeginn der Chefsache mit dabei sein dürfen und jetzt uns auch zum fünften Mal mit unserer Küche hier vor großem Publikum zeigen dürfen. Was wir für eine Art von Küche machen, ich denke, brauchen wir nicht mehr zu artikulieren. Jeder weiß, dass wir eine gewisse Vorliebe für das Asiatische oder explizit das Japanische haben. Wir haben es heute zum Motto gestellt, dass wir Ihnen vier Fischgerichte präsentieren möchten. Wir haben etwas experimentiert, ein bisschen mit verschiedenen Marinaden, wie wir Fische bearbeiten, wie wir sie beizen können, aber natürlich nicht so beizen, wie wir sie aus unserer Lehre heraus kennen, mit einer trockenen Salz-Zuckerbeize, sondern wir sind einfach ein Stück weit weitergegangen, haben uns in Anlehnung an die japanische, aber auch an die spanische Avantgarde etwas orientiert und sind dahin gegangen, dass wir sehr viel mit Flüssigkeiten machen und sehr viel mit Säure machen. Dafür haben wir exemplarisch heute vier Gerichte vorbereitet. Das ist einmal eine Holzmakrele, zum zweiten eine Sardine, zum dritten haben wir eine klassische Gelbflossenmakrele aus dem Japanischen und zum Schluss haben wir einen Black Cod aus Alaska, den wir inzwischen auch frisch hier in Deutschland importieren können. Und let's go, fangen wir an mit dem ersten Gericht. Ich würde die Regie ganz einfach bitten, einmal ganz kurz den ersten Teller aufzuzeigen. Der Teller wirkt jetzt hier sehr, sehr voll. Es ist aber nur ein ganz kleiner Teller, also Durchmesser ca. 18 cm. Es geht hier drum, wir haben hier eine ganz klassische, normale Holzmakrele, die wir in zweierlei Phasen bearbeiten. Wir haben zum einen, jetzt müsste ich das ganz kurz geben, wir haben zum einen das klassische Filet, wo wir letztendlich das Rückenstück auslösen vom Bauchstück. Das Rückenstück drehen wir dann, wenn das einmal die Kamera zeigen möchte, das drehen wir dann ein in Folie, als auch spannendes Haar straff ein in Alufolie, dass es im Prinzip eine Roulade gibt. Diese Roulade tun wir in etwa 2 bis 3 Stunden kaltstellen, roh. Sie durch den starken Druck, den da natürlich auf der Roulade ist, behält das Rückenfilet letztendlich die runde Performance. Und wir gehen hin, das Bauchstück der Makrele lösen wir ab, legen dieses ein, möchte ich auch einmal zeigen, legen dieses ein in eine Flüssigkeit, halb Mirin und halb salzarme Sojasauce. Das vakuumieren wir, dass die Flüssigkeit letztendlich auch in den Fisch gelangen kann. Und dieses Bauchstück tun wir dann im Prinzip mit der Flüssigkeit und im Vakuumbeutel für 2,5 Minuten bei 55 Grad ins Wasserbad. Nach 2,5 Minuten nehmen wir es raus, lassen es im Prinzip bei Zimmertemperatur ganz normal kalt werden. Und danach gehen wir hin, tun diese Bauchstücke aufschneiden und tun sie dann im Prinzip mit der Flüssigkeit, weil ja da sehr viel Mirin drin ist, also auch ein Zuckergehalt, tun wir sie ganz stark abflammen, also im Prinzip karamellisieren. Und das ist im Prinzip die erste Zubereitungsart. Die zweite Zubereitungsart, wenn die Roulade durchgekühlt ist, tun wir die Roulade aufschneiden in kleine Medaillons. Von dieser Rolle schneiden wir auf in kleine Medaillons. Wir erstellen eine Vinaigrette, eine Thai-Vinaigrette. Diese Thai-Vinaigrette ist basierend auf reduziertem Geflügelfond, etwas frischem Ingwer, sehr viel Koriander, Chili, Knoblauch, andere kleinere Zutaten noch. Sehr säurelastig durch
einen fischgroßen Anteil als auch durch Reisessig. Und letztendlich tun wir dann die rohen Medaillons von der Roulade, legen wir dann in diese Thai-Vinaigrette ein. Diese Thai-Vinaigrette, wie gesagt, ist sehr, sehr säurelastig. Und wir legen diese Medaillons rein und lassen sie ungefähr zwischen 8 und 10 Minuten in dieser Vinaigrette, bis der Fisch anfängt, außen einen ganz leichten weißen Rand zu bekommen. Wir nehmen es raus, diese Thai-Vinaigrette gießen wir ab, tun sie im Prinzip abpassieren, binden sie mit Xanthan etwas ab und letztendlich können wir sie dann weiterverwenden als Marinade. Es ist allerdings kein Öl an dieser Vinaigrette dran, wieso erkläre ich gleich beim Anrichten. Die Bestandteile der Holzmakrele geht dann weiter. Wir haben Quinoa. Den Quinoa machen wir in 3 verschiedenen Zubereitungsarten. Zum einen verkochen wir den Quinoa, mixen ihn im Thermomix bei sehr starker Hitze, tun ihn aufstreichen auf eine Silpatmatte, trocknen den letztendlich im Excalibur, brechen das getrocknete Quinoa-Chip und frittieren es kurz aus. Also somit haben wir im Prinzip Quinoa-Chips. Das ist das eine an der Zubereitungsart. Die zweite Zubereitungsart, wir machen einen Quinoa-Salat. Wir kochen den Quinoa ganz normal, bis er weich ist, setzen den allerdings an wie ein Risotto, also vorher mit Schalotten und Knoblauch, den Quinoa drauf, Geflügelfond, kochen den wie gesagt wie ein Risotto. Und die dritte Zubereitungsart ist, dass wir ein Quinoa-Püree machen, das wir nachher auch im Thermomix ganz glatt mixen, dass wir eine ganz feine Püree-Masse haben und das verwenden wir letztendlich nachher auf dem Teller. Wir richten an mittig den Quinoa-Salat, wie gesagt, der angemacht ist mit einer leichten Dashi-Vinaigrette. Wir tupfen auf die Quinoa-Creme. Die gelben Tupfen ist eine Mayonnaise, selbstgemacht selbstverständlich, mit Ras el Hanout abgeschmeckt, also etwas exotisch. Die gelben Scheiben, die Sie sehen auf dem Teller, sind konfierte Kartoffelscheiben, relativ dünne Kartoffelscheiben, ungefähr 3 mm stark, welche wir auch in Ras el Hanout Öl konfieren. Wir haben dann hinzukommend Leimquat, hauchdünn aufgeschnitten, welche wir in einer Zuckerlösung vakuumieren, allerdings komplett roh lassen. Die Leimquat hat natürlich die schöne Säure, aber auch ein etwas Bitterextrakt, was in der Leimquat drin ist. Und letztendlich der Clou an der Geschichte, was dann noch dieses Gericht ein bisschen ausmacht, ist ein Ochsenmark, welches man hier sehen kann. Das Ochsenmark brechen wir ganz normal aus dem Knochen. Wir schneiden es in Scheiben, wässern es, bis es letztendlich blutfrei ist. Dann wird das Ochsenmark in einer Salzbeize gebeizt für genau 8 Minuten. Also das ist 2 Teile Salz, 1 Teil Zucker, etwas Limonen- und Ingwerabrieb. Lassen wir das kurz drin liegen, wir waschen es ab und dann tun wir im Prinzip genau dieselbe Marinade verwenden, wie wir für den Makrelenbauch gehabt haben, also die Sojasauce und den Mirin, tun das da drin wenden und mit dem Bunsenbrenner abbrennen, bis es natürlich auch schön karamellisiert ist, bringen das also auch mit auf den Teller. Dieses Ochsenmark hat natürlich den großen Vorteil, dass es einen schönen Schmelz mit sich bringt. Letztendlich richten wir dann an, 3 Medaillons von den Makrelenrücken, von den Medaillons, was vorher in der säurelastigen Thai-Marinade mariniert war. Wir haben den geflammten Makrelenbauch, der leicht karamellisiert ist durch den Mirin. Wir haben die 3 Präparationen von dem Quinoa, die Chip, was das Knusprige bringt, den Quinoa-Salat, als auch die feine Creme, den Ras el Hanout als Mayonnaise, was natürlich eine gewisse Exotik bringt. Wir drapieren die Thai-Vinaigrette, wie gesagt, nur xanthanisiert, ohne Öl. Und das Öl machen wir
in eine andere Form und Weise letztendlich auf den Teller. Und zwar machen wir auch ein selbstgemachtes Rasselanutöl. Das sind die gelben Tupfen, die wir auf dem Teller haben. Das soll der Ölanteil der Vinaigrette im Prinzip sein. Ebenso machen wir ein selbstgemachtes Korianderöl als grünes Pendant dazu. Und letztendlich steht das Gericht letztendlich so, es bringt die Exotik durch den Rasselanut, die Säure, unter anderem durch die Leimquat, die Schmelzigkeit durch das Quinoa-Püree und letztendlich durch das Ochsenmark. Das ist das erste Gericht. Holzmakrele auf zweierlei Art mit Thai-Vinaigrette, Rasselanut, Ochsenmark und dreierlei Präparationen von Quinoa. Wird auch aktuell bei uns im Restaurant als erstes Amüsgöl serviert, also wirklich relativ klein. Ist auch ein kleiner Teller. Der Teller sieht relativ voll aus, ist er aber nicht, wie gesagt, weil letztendlich nur drei kleine Rückenmedaillons mit drauf sind und zwei Stücke von dem geflammten Bauch. Letztendlich der Clou an der Geschichte ist einfach, dass wir der Holzmakrele durch diese Thai-Vinaigrette, die im Übrigen, glaube ich, im Port Culinaire auch rezeptiert ist, letztendlich eine Säurebeize geben mit ganz, ganz wenig Salzgehalt. Aber letztendlich, der Clou an der Geschichte ist, wie gesagt, die Säure, die in der Vinaigrette drin ist. Und es ist eigentlich nur ein säuregebeizter Fisch. Das war im Prinzip das Thema Nummer eins. Wir gehen weiter zu unserem zweiten Gericht. Das ist eine bretonische Sardine. Diese bretonische Sardine ist in einer Salzlage gebeizt, also nicht trocken gebeizt, sondern in einer Salzflüssigkeit. Wir räuchern sie hinterher ganz kurz und wie jetzt hier auch schon im Text steht, servieren wir dazu ein bisschen Meerfenchel, japanische Kartoffel, Taro genannt. Ich halte sie gerade mal auch hier in die Kamera rein. Es ist eine Kartoffel, wie gesagt aus Japan, ganz schneeweiß innen drin, so gut wie gar keine Stärke, schmeckt aber auch allerdings nicht nach arg viel, muss man ganz ehrlich sagen. Er bekommt erst den Geschmack durch das Konfieren wieder. Ja, die Sardine filetieren wir ganz normal und letztendlich stellen wir eine Salzflüssigkeit her. Diese Salzflüssigkeit ist im Prinzip rezeptiert 10 Teile Wasser, ein Teil Meersalz. Die Sardine legen wir 8 bis 10 Minuten in diese Flüssigkeit, vakuumieren die auch, wie sie jetzt hier letztendlich auch gezeigt ist. Dadurch bekommt der Fisch natürlich den Geschmack, den er braucht. Er bekommt aber auch durch das Vakuumieren, wird er deutlich schmelziger und auch sehr, sehr angenehm und sehr, sehr weich vom Mausfeeling her. Und ist sehr, sehr angenehm zum Essen, obwohl er letztendlich roh ist. Die Sardine nehmen wir dann raus, trocknen sie ab, geben sie in eine Schüssel dieser Sardinenfilets und räuchern sie. Allerdings, wir räuchern sie nicht, wie es früher gewohnt war, dass man hingeht, man macht einen Räucherofen an und macht da eine starke Rauchentwicklung, sondern wir gehen hin, machen eine Schüssel und räuchern sie mit der Räucherpfeife mit einem Apfelholzrauch, den wir ganz einfach 3-4 Minuten in der Schüssel, natürlich abgedeckt mit Folie, letztendlich haben. Und dadurch bekommt natürlich die Sardine einen ganz leichten Apfelrauchgeschmack. Wie gesagt, die Beize kommt über die Salzbeize im Verhältnis 1 zu 10. Wir erstellen eine Marinade aus Apfelsaft, Apfelessig, etwas Mirin, Reisessig, Salz, Zucker und etwas Ingwer, wo wir dann die geräucherte Sardine einlegen. Separat dazu erstellen wir eine Mandel-Knoblauch-Creme. Die Mandel-Knoblauch-Creme ist ganz normal, also nicht aus frischen Mandeln, sondern aus ganz normal gerösteten Mandeln hergestellt, welche wir 1 zu 1 Milch und Mineralwasser
mischen und zu den gerösteten Mandeln geben und die letztendlich über Nacht ziehen lassen, dass der Mandelgeschmack sich etwas ausprägen kann und dann letztendlich im Thermomix heiß aufmixen. Wir geben dann noch ein bisschen Püree von frischer Knoblauch mit hinzu. Der Knoblauch natürlich sollte vorher blanchiert sein, dass er nicht die extreme Knoblauchschärfe hat. Ja, und dann gehen wir im Prinzip hin, machen einen großen weißen Strich von dem Mandel-Knoblauch-Püree, ziehen den mit einer Palette, dass wir letztendlich einen kleinen Freiraum haben. Wir geben in die Mitte zwei von den Sardinenfilets, wie gesagt vorher in der Salzbeize drin, hinterher kurz mit Apfelholz geräuchert, dann mariniert mit der Apfel-Mirin-Vinaigrette. Geben das oben auf. Wir legen an drei Scheiben von der konfierten japanischen Kartoffel. Die Kartoffel konfieren wir in ganz neutralem Öl, natürlich mit ein paar Geschmacksträger drin. Drei Scheiben von der Taro, so heißt die. Wir haben mit hinzu ein Apfelpüree, was wir ganz leicht aromatisieren mit Ingwer. Das Apfelpüree machen wir nicht klassisch, dass wir die Äpfel schälen und letztendlich verkochen, sondern das Apfelpüree geben wir geschälten Apfel, schneiden den klein, salzen den ein und geben das bis zur Unkenntlichkeit im Prinzip in der Mikrowelle. Das hat den großen Vorteil, dass das Apfelpüree wird nicht mehr braun hinterher. Also das oxidiert nicht. Wir mixen dieses Apfelpüree dann glatt auf, geben einige Punkte von dem Apfelpüree mit hinzu. Wir haben Apfelscheiben von Granny Smith Apfel, welche wir aromatisieren mit etwas Mandelöl. Die grünen Apfelscheiben haben wir mit etwas Petersilienöl mariniert. Als Texturgeber auf diesem Teller haben wir einige Tempuras von Passbierspitzen, die wir mit hinbeigeben. Und als Hauptgeschmacksträger, weil es bringt doch eine gewisse Kräftigkeit, haben wir Meerfenchel mit auf dem Teller. Den Meerfenchel zupfen wir ab, vakuumieren den auch mit der Apfelvinaigrette ein, lassen den auch einige Minuten im Vakuum in der Vinaigrette drin und geben dann den auf den Teller mit hinzu. Und dann gehen wir letztendlich hin, ziehen die Apfelvinaigrette etwas ab mit Xanthan. Und wie Sie jetzt auch hier sehen, wir geben das Öl auch wieder separat mit obendrauf. Das Öl ist ein reines Petersilienöl, was wir letztendlich ein neutrales Traubenkernöl mit Petersilie im Thermomix auf 60 Grad hochmixen, dass das Chlorophyll sich letztendlich freisetzt und dann sofort wieder auf Eis runterkühlen, dass das Eis letztendlich bewirkt, dass das Öl top grün bleibt und letztendlich der Geschmack im Öl drin ist. Und zu guter Letzt, als kleine Garnitur, geben wir ein paar Blüten von dem Apfelblossen mit hin drauf, dass ein paar kleine Farbtupfer mit drauf sind. Und das ist letztendlich unser zweites Gericht unter dem Motto Fisch beizen oder behandeln mit einer Salzflüssigkeit. Wie gesagt, die Salzflüssigkeit Wasser zu Salz 1:10. Den kleinen Fisch, Sie können da Lachs nehmen, Hamachi, Makrele oder wie in diesem Fall Sardine. Einfach mit der Salzflüssigkeit in Vakuumbeutel vakuumieren, ganz wichtig. Und 8 bis 10 Minuten, je nachdem wie groß der Fisch ist, letztendlich drin lassen. Und das gibt, ein wunderbares Aroma, insofern der Fisch topfrisch ist. Und letztendlich auch einen wunderbaren Schmelz, der da weitergegeben wird. Wir haben das kombiniert mit einer Mandel-Knoblauch-Creme, japanischen Kartoffel, ein paar Passbier-Tempura, Meerfenchel und einer Apfel-Vinaigrette. Die dritte Präparation an Fischweiterverarbeitung ist eine Aromabeize, aber auch diese Aromabeize, die wir da erstellen, ist basierend wieder auf einer Flüssigkeit, wo wir den Fisch letztendlich vakuumieren. Wir haben eine Gelbflossenmakrele, die wir auf Schloss Berg aus Japan direkt beziehen. Wir haben inzwischen einen Händler
der uns nicht mit frischem Black Cod beliefert, sondern auch wirklich mit Gelbflossenmakrele aus Japan, nicht die gefarmten aus Neuseeland oder aus Australien. Wir servieren den Fisch roh als Sashimi. Wir haben dabei Daikon als Kresse, als Öl und natürlich auch als Rettich mariniert sozusagen. Wir machen dazu eine Bergamotten-Vinaigrette, ein Bergamotten-Sorbet und Crispy Ginger, also nichts anderes wie knusprige Ingwerfäden. Wir gehen hin zunächst, wir erstellen eine Flüssigkeit aus Wasser, Reisessig, viel Galgant, frischem Ingwer, einigen Algenarten, unter anderem Kombu. Wir kochen eine Flüssigkeit, erwärmen die auf 80 Grad, lassen die dann runterkühlen, ganz normal auf Zimmertemperatur. Wir filetieren den Fisch, nehmen den von der Haut und wie Sie jetzt hier unschwer erkennen können, schälen wir das Rückenstück schön raus. Diese ganzen Fischstücke oder diese Rückenstücke vakuumieren wir dann mit der Zimmertemperatur abgekühlten Flüssigkeit, wie ich es Ihnen gerade erzählt habe. Eines habe ich vergessen, Zitronengras kommt noch ganz vieles mit hinein. Und auch hier wird der Fisch vakuumiert, in die Flüssigkeit gegeben, circa für 2 Stunden. Wir kontrollieren die Säuregehalt, weil ja in den ganzen Eingaben, die wir in die Flüssigkeit mit hinzugeben, natürlich ja auch Säure mit hinbei ist, also wie gesagt der Reisessig, aber auch das Zitronengras gibt ja ein gewisses Säure ab. Den Säuregehalt dieser Flüssigkeit kontrollieren wir ganz einfach mit einem pH-Streifen, den wir in der Apotheke kaufen können. Wir gehen hierbei bei dieser Beize auf einen Wert von pH 5, also eine ganz leichte Säure. Das hat den großen Vorteil, dass der Fisch, wie Sie unschwer schon mit der Kamera erkennen können, einen unwahrscheinlichen Glanz bekommt, eine Transparenz und natürlich durch das Aroma, was in der Flüssigkeit drin ist und was durch das Vakuum auch einzieht, bekommt er natürlich so eine ganz exotische Frische durch das Zitronengras, den Galgant und so weiter. Und wir lassen den Fisch oder die Rückenstücke von dem Hamachi ca. 2 Stunden in dieser Flüssigkeit im Vakuum drin. Wir schneiden ihn dann auf in Scheiben, wie das die japanischen Kollegen auch machen, in einer Sashimi-Schnittweise. Wir erstellen eine Marinade aus Bergamottensaft, verschiedenen Ölen, anderen Säuren noch, wie zum Beispiel Reisessig. Das tun wir im Prinzip übersalzen, diese Marinade. Und wir geben dann im Prinzip diese aufgeschnittenen Hamachi-Scheiben dann in diese Teller-Vinaigrette, so nennen wir sie, wenn sie aus dem Vakuum rauskommt, weil dann kommt sie zum ersten Mal in Berührung mit Salz. Also der Fisch ist bis dato komplett salzfrei aromatisiert gewesen. Und erst die erste Tellermarinade, wo wir den Fisch nachher letztendlich marinieren, da war Salz drin. Diese Marinade übersalzen wir aber auch leicht. Wir geben diese 3 Scheiben in die Marinade, lassen die auch ungefähr 8 bis 10 Minuten ziehen. Und in dieser Zeit richten wir an, kleinere Röllchen von Rettich. Den Rettich haben wir gepickelt, also sind Gemüsepickels letztendlich gemacht, mit Salz, Zucker und Säure. Diese Rettichröllchen füllen wir letztendlich mit ein bisschen Daikonkressen, knusprigen oder knackigen Sojasprossen, marinierten Hishiki-Algen, was sicherlich mehr als Eyecatcher natürlich auch dient. Wir haben dann die schwarzen Ringe, die Sie sehen, ist nichts anderes wie letztendlich rohen Rettich, den wir ganz stark abflammen mit dem Bunsenbrenner, bis er letztendlich verkohlt ist. Wir schneiden den dann dünn auf. Wir machen dazu kleine Scheibchen von französischen Radieschen mit dem roten Rand. Und zwischen den einzelnen Röllchen machen wir
als kleine Säurebeigabe ein bisschen ein Bergamottengel, ganz normal gebunden wie jedes andere Säuregel auch. Und wenn die Hamachi aus der Tellermarinade Nummer 1 rauskommt, also aus der Salzmarinade rauskommt, richten wir es an. Linke Hand, wie gesagt, die Daikon-Variationen mit den Sojasprossen, den Hishiki-Alten, die drei Scheiben Hamachi. Oben auf, was Sie sehen, ist eine Algenerde aus Pango, Malto, Pango natürlich vorher frittiert und auf Küchenkrepp abgetropft, Malto, dann gemahlene Nori-Blätter, Zucker, ein bisschen geriebener Ingwer, also auch etwas Ingweröl. Machen wir eine Algenerde, die geben wir oben drauf. Das bringt natürlich auch einen schönen, jodigen, aber sehr angenehmen Geschmack. Wir marinieren dann die Hamachi auf dem Teller auch nochmal ganz leicht. Etwas von der Bergamottenmarinade auch außenrum. Auch hier wieder etwas grünes Kräuteröl, in dem Fall Daikonöl als Punkt natürlich mit drin, als Geschmacksträger. Und obendrauf geben wir als Knusperelement frittierte Ingwer-Schüllchen, als Crispy Ginger sozusagen. Die silbernen Perlen, die jetzt hier auf dem Teller noch sind, ist nichts anderes wie Meereswasserperlen, also eine Masse aus gekochten Austern, Sauerrahm, Salz, Pfeffer, etwas Bindemittel, also Gelatine, im Thermomix und dann letztendlich in Stickstoff abgeperlt. Und dazu servieren wir dann als kaltes, aber auch als frisches Element eine Bergamottensorbet. Und letztendlich wird es dann unser drittes Gericht sein. Das ist eine Sashimi von Gelbflossenmakrele mit dreierlei Daikon, Bergamottenvinaigrette, Algenerde und Crispy Ginger. Der Witz dabei ist, wie gesagt, ist das Aroma marinieren im Vakuum mit einem Säuregehalt von pH 5 im Vakuum 2 Stunden. Der Fisch bekommt dadurch eine sehr, sehr glasige, transparente Weiße und schmeckt natürlich sehr, sehr frisch und extrem exotisch. Die Makrele. Jetzt habe ich noch eine kleine Sache dabei. Und zwar im Japanischen ist es ja so, dass der beste Gast am Tisch ja immer das schönste Stück der Makrele bekommt. Und das ist nichts anderes wie das Kiemenstück. Ich kann das jetzt auch mal ganz kurz in die Kamera zeigen. Diese Kiemenstücke verwenden wir auch, wir servieren die auch. Auch diese, ich möchte es nur ganz kurz erklären, obwohl wir es jetzt nicht hier auf der Bühne bereiten. Das sind die Kiemenstücke. Auch diese tun wir letztendlich mit 2 Teile Sojasauce, 1 Teil Mirin im Vakuum einlegen. Wir geben die auch bei 55 Grad ins Wasserbad im Vakuum, flemmen die hinterher ab, wie vorher den Makrelenbauch beim allerersten Gericht auch. Und wenn ihr die aufschneidet, also könnt ihr auch wirklich 1 Zentimeter dick aufschneiden, und wenn die abgeflemmt sind, schneidet ihr die auf, ihr habt eine Maserung letztendlich wie Kobe-Rindfleisch. Also unwahrscheinlichen Schmelz, unwahrscheinliche Zartheit und wie gesagt, die Kollegen aus Japan machen es uns vor, da bekommt immer der höchste Gast am Tisch, bekommt letztendlich das Kiemenstück, das ist das Königsstück dieses Fisches. Auch das findet bei uns in der Küche Verwendung. Wir schmeißen die also nicht weg. Auch die kann man ohne weiteres verarbeiten, weil letztendlich wir in Mitteleuropa verwenden die ja so gut wie gar nicht. So, wir kommen zu unserem letzten Gericht. Das ist jetzt auch ein warmes Gericht. Wir haben jetzt hier ein Black Cod aus Alaska genommen. Natürlich könnten wir in diesem Fall auch einen ganz normalen anderen weißen Fisch nehmen, wie einen Steinbutt. Und wir könnten auch ganz normal einen Kabeljau nehmen. Bei uns ist es so, dass wenn wir dieses Gericht mit Kabeljau präparieren, auch da wird es so gemacht, dass der Kabeljau, das Mittelstück, herausgeschält wird. Wir beizen den Kabeljau, bevor wir ihn garen, auf das Kilo
schieres Kabeljaufleisch nehme ich 5 Gramm normales Meersalz und 2 Gramm Pögelsalz. Das lasse ich ungefähr 4 Stunden letztendlich marinieren, rolle das ein in Alufolie und nachher kann ich das im Prinzip schneiden wie ein wunderbares Schweinefilet, behält nicht nur das wunderbare Anmaßung eines Medaillons, sondern behält auch die Festigkeit, ohne dass der Fisch trocken wird. Ich selbst präpariere den Kabeljau, wie jetzt auch hier in diesem Falle, den Black Cod, der ja letztendlich auch zu der Barsch-Familie gehört, konfieren wir in Öl, also wir braten den Fisch in einer Teflonpfanne an. Wir nehmen ein neutrales Öl, entweder ein Traubenkernöl oder ein Sonnenblumenöl, welches wir leicht aromatisieren, auch ein bisschen mit Ingwer, ein bisschen mit Zitronengras und anderen asiatischen Geschmacksträgern. Tun wir erhitzen auf knapp 55 Grad. Den angebratenen Fisch geben wir rein und letztendlich bringen wir ihn auf eine Kerntemperatur im Ölbad von ca. 42 Grad, den Fisch. Wir nehmen den Fisch aus dem Ölbad heraus und wir haben uns zu Hause eine Miso-Kruste erstellt, wo wir frischen Miso drin haben, etwas Honig, Reisessig, andere asiatische Geschmacksträger. Machen wir eine Paste, diese Paste, Mirin ist noch drin, diese Paste geben wir auf den Fisch drauf und flemmen den letztendlich auch, wie man hier sieht, schon ein bisschen schwärzlich ab. Das bringt ein wunderbares Aroma, aber auch letztendlich ein bisschen Textur, weil der Fisch, der aus dem Ölbad, der kommt, ja relativ wenig Röstaromen hat. Wir gehen jetzt hin bei diesem Gericht. Wir haben 3 Präparationen vom Blumenkohl. Wir haben zum einen in der Mitte des Tellers ein Blumenkohlpüree, welches wir ziehen. Wir haben gebratene Blumenkohlscheiben oder Blumenkohlröschen. Und wir machen einen Blumenkohl-Couscous, den wir komplett roh lassen, den wir nur etwas mit Limonensaft, ganz fein gehackter Yuzu-Schale und Kombu-Alge aromatisieren. Der bekommt dann eine recht knackige, schöne Textur. Wir drücken den dann ganz einfach in Parisien-Ausstecher ein und drücken dann die Halbkugeln letztendlich raus. Kann man à la minute machen. Die behalten auch wunderbar die Form. Wir geben also 2 diese Halbkugeln von dem Blumenkohl mit auf den Teller, etwas Blumenkohlpüree, die Scheiben von dem gebratenen Blumenkohl. Und was wir hinzugeben, ist der schwarze Punkt, den Sie hier sehen, ist eine Wasabi-Kombu-Creme. Wasabi-Kombu kann man inzwischen im japanischen Fachhandel kann man das kaufen. Das sind eingelegte Kombu-Schalen. Die leicht vorgekocht sind und mit ganz leicht Wasabi aromatisiert sind. Das tun wir letztendlich verkochen bis zur Unkenntlichkeit, mixen das im Thermomix auf, dass es ein Püree gibt. Hat dann eine ganz, 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 ganz feine Algenaroma. Hinzu geben wir auch diese Blättchen, die Sie hier sehen. Wir kandieren etwas frischen Stangenkombu. Kann man bei der Firma Food Connection in Hamburg bestellen, den Kombu einweichen und dann in einer Zuckerlösung mehrfach kandieren über Nacht. Wir geben etwas dazu, frische Yuzu-Schale für die Süße, auch etwas Yuzu-Gel. Und der Sinn und Zweck hinter diesem Gericht, was eigentlich dafür stehen soll, ich nenne das Gericht also Black Cod mit kandierter Kombu, Blumenkohl und Umami-Sud. Wir kochen ein Sud, wo die Basis ein Dashi-Fond ist. Wir geben auch hinzu nochmal etwas Yuzu, Ingwer, Bonito-Flocken nochmal zusätzlich und etwas von dem kandierten Kombu-Schalensaft. Und der Witz hinter diesem Gericht ist, dass wir im Prinzip alle Geschmäcker ansprechen sollen, die der Mensch eigentlich erfühlen, erspüren kann. Was ja letztendlich der Umami-Geschmack ja auch darstellen soll. Wir haben etwas Süße auf dem Teller, natürlich auch die Komplexität von dem Säurespiel, das Jodige von der Alge. Wir haben auch ein paar Meerestäubchen, sicherlich auch als Garnitur mit oben aufgegeben. Und dann diesen Umami-Sud,
wie gesagt, der ein tiefer Dashi-Fond ist, der zusätzlich mit Auster aufgemixt ist und nochmal mit etwas Kombusaft und dann letztendlich nur mit Lezit hochgezogen wird. Wie gesagt, der Sinn dieses Gerichtes ist ganz einfach, die Beize des Fisches vor dem Garen. Ich habe gesagt, auf 1 Kilo Fisch 5 Gramm normales Meersalz, 2 Gramm Pögelsalz für circa 3 bis 4 Stunden vorher einsalzen. Somit bekommt der Fisch eine wunderbare Textur, behält die Form wunderbar. Wir konfieren den ganz normalen Öl, die Kruste oben drauf und dann die Beigaben außenrum. Das war letztendlich unser viertes Gericht. In dem Fall der Black Cod, Blumenkohl, kandierte Kombu-Algen und Yuzu. Ja, vielen Dank, Christian. Großartig. Ich glaube, es gibt noch ein bisschen was zu probieren. Ne? Genau. Jetzt habe ich ja natürlich eines nicht vergessen, und zwar, ich habe nicht vergessen, meine Mannschaft natürlich vorzustellen. Das werde ich jetzt in dem Fall auch tun. Dir, lieber Thomas, nochmal recht herzlichen Dank, dass wir hier sein durften, dass wir auch dieses Jahr mit den großen Kollegen hier unsere Küche präsentieren dürfen. Jetzt haben wir noch einen kleinen Joke. Ich habe jetzt viel erzählt vorhin über die Makrele, auch über das Kiemenstück der Makrele. Wir haben jetzt ein paar Portionen hinter der Bühne, der Rest der Mitarbeiter, die hier mit dabei sind. Ich bin übrigens sehr stolz, dass fast das komplette Team von Schloss Berg, also nicht nur die Küche, sondern auch hier sitzen nämlich auch meine Service-Mitarbeiter, inklusive Sommelier, meiner Frau als Gastgeber, die sind alle mit dabei. Und jetzt letztendlich bringen meine Mitarbeiter, die ich jetzt einzeln auch aufrufe, dann könnt ihr die auch gleich kennenlernen, auch die Funktion, bringen ein paar Probierportionen. Wir stellen hier hin und die Ersten, die nach vorne kommen, bekommen was. So, mein Sous-Chef, maßgeblich an den Gerichten, an der Entstehung der Gerichten auch mit dran beteiligt, kreativ, Mensch ohne Ende, Jockel Jaud. Vielen Dank, Jockel. Danke. Als Zweiten, mein zweiter Sous-Chef, Nikolas Lang. Der dritte Mann, der auf der Bühne war, lange Zeit bei mir Sossier gewesen, jetzt ist er auf dem Gapmaché, schon 2 Jahre auf Schloss Berg, Philipp Napiralla. Unser Patissier, ohne die Süßen geht nämlich nicht, der Tobias Mischke. Viele Haare auf dem Kopf, aber nur im Gesicht. So, danach haben wir den Kevin Schumann, André Medier. Den Norman Eller, auch in der Patisserie. Der nächste, der Maximilian Greder auf dem André Medier. So, jetzt haben wir 8 Leute dabei. Wie gesagt, wir haben auch momentan Praktikanten. Ich danke ganz, ganz, ganz recht herzlich für die Zeit, die Sie mir gegönnt haben. Ich hoffe, es war nicht allzu verwirrend, wenngleich viel an Informationen transportiert werden. Denen, die jetzt in den Genuss kommen, die Sachen zu probieren, viel Spaß damit. Eine gute Zeit auf der Chefsache. Recht herzlichen Dank und vielleicht bis zum nächsten Jahr.